Alessandro Vicard studierte Kontrabass in Italien und graduierte in Pesaro. Neben den klassischen Studien gilt sein Interesse dem Jazz, der zeitgenössischen Musik, der improvisierten Musik und der Komposition. Alessandro möchte mehr. Als Solo-Performer eröffnet er neue Klangwelten und beschreitet mit seinem Instrument, das als vornehmlich begleitend, nur phasenweise solierend bekannt ist, neue Wege. To contemporary and also folk music and electronic music. Then for this I have different project, different ensemble. Some is just a solo project. I can play solo, but I play also with a big ensemble like the Vienna Improvised Orchestra. There usually we are around 14-20 musicians, something like this, and sometimes also poetry. We work also with poetry. In this case, the orchestra work with a conductor, that is Michael Fischer. Mit Michael Fischer, dem Dirigenten des Vienna Improviser Orchestra, verbindet ihn eine kontinuierliche Zusammenarbeit in verschiedenen Settings. Als Duo oder Trio kann man sie an verschiedenen Veranstaltungsorten Wiens erleben. Bei seinen Improvisationsabenden betritt Alessandro die Bühne und generiert Töne. Er formt Klanglandschaften mit Zufallsvariablen. Es gibt einen Anfang und ein Ende und alles, was dazwischen passiert, entsteht im Moment. So kann es sein, dass er sein Spiel in einer expressiven Darstellung mit Streichen, Wischen und rhythmischen Schlägen des Instruments erweitert. Für diese Art der Performance wählt er sich Aufführungsorte wie Kunstgalerien, Museen oder auch Festivals. Seine große Leidenschaft gilt auch der elektronischen Musik. Er nimmt zum Beispiel Geräusche von der Straße und bearbeitet sie digital mit einer speziellen Software. Entweder werden echte Geräusche mit klassischen Instrumenten kombiniert oder klassische Klänge werden umgewandelt und verfremdet. Bei diesen Kompositionen steht nicht unbedingt die melodiöse Qualität im Vordergrund, sondern sie gewinnen durch die Bearbeitung von Film- und Videosequenzen an Bedeutung.
Yeah, as well to work with electronics, I found very very interesting. Because it's possible to, I don't know, to sample every kind of sound in the street or at home, it doesn't matter. And then it's possible to sculpt the sound, to change the quality, the color and everything, and become something completely different from the original font. And then with this, I combine this sound and I make a composition. My project is to combine the music with also with video, and have this relation between the sound and the image. Auch Ethno- und Jazzmusik sind Teil seines musikalischen Schaffens, als Ausdruck seiner Wandlungsfähigkeit und künstlerischen Vielfalt seien drei Projekte hier erwähnt. Die Zusammenarbeit mit dem Balkan-Jazz-Trio Dusan Connection, das für Modern und Free Jazz steht, die Musikgruppe Naschmarkt mit einer zum Beispiel Verschmelzung von Jodler und Groove und die Swing-Jazz-Songs mit der Sängerin Abba Peters, für diese er auch moderne Arrangements findet. Alessandro Vicard lebt in Wien, aber seine vielseitige Begabung führt ihn auch in verschiedensten Formationen zu den interessantesten Plätzen der Welt. Happen also that I go to play in a festival around the world. I was playing in Cuba for a contemporary film. Festival for music, for contemporary music and electronics, in Lebanon, in China, with different project. In China and Spain, I was playing with a project from Peter Greenaway, and it was interesting to work with him. It's, filmmaker that I like a lot, then it was very interesting for me to work with him. Das Multimedia Performance Projekt hatte 2008 bei der Expo in Saragossa Weltpremiere. Yeah, in this case the name is Blue Planet. We were working for 5 years with Bregovic and Greenaway. Actually, Greenaway wrote the text, but the regie was from the new wife, Saskia Bodeke. In Sizilien organisiert Alessandro Vicard ein Festival mit internationalen Künstlern und Musikern. I organize a festival in Sicily from. Yeah, the first year was 2011. This year, I think 8 musicians will come from Austria. Many other come from other, I don't know, Trevor. It's the third time that Trevor Brown, he come from Australia as a saxophone player, composer, and from Sydney. Yeah, then musicians come from London, Germany.
Ein wichtiges Element seiner musikalischen Tätigkeit ist die improvisierte Musik, respektive die Beziehung zwischen dem eigenen Ich und dem Wir. It's important to listen a lot the other and to work together and a little bit to lose the ego and listen and found the way, just follow the music. Thank you.